wieder seid ihr herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es geht um den gestohlenen Proviant. Ich bin jetzt dabei, noch hier ein paar Leute zu befragen, wer denn da im Lagerraum das Proviantgut stiehlt. Fangen wir mal mit Knut an. Weißt du was über die Diebstähle an Bord? Ey, Vorsicht, Mann, sonst wäre ich noch ungemütlich. Damit habe ich nichts zu tun, verstanden? Habe ich auch nicht gesagt. Ich wollte nur wissen, was du darüber weißt. Nichts weiß ich darüber, nichts. Und wenn ich was wüsste, wärst du der Letzte, der davon etwas erfährt. So, aus ihm kriegen wir nichts raus. Also müssen wir weiterfragen. Und zwar Harald. Weißt du was über die Diebstähle an Bord? Nein, doch das ist eine schlimme Sache. Kameraden zu beklauen ist das Letzte, finde ich. Ja, nicht viel. Ah, gucken wir nochmal, wen haben wir noch nicht gefragt? Ernst. Mal gucken, ob Ernst die Ernst der Lage überhaupt abschätzen kann. Weißt du was über die Proviantdiebstähle an Bord? Nicht viel. Nur so viel, dass Wolfgang ständig bestohlen wird. Seit wann haben die Diebstähle angefangen? Lass mich mal überlegen. Ja, das muss wohl nach unserer Abfahrt aus Vanguard geschehen sein. Hast du vielleicht einen Verdacht, wer der Dieb sein könnte? Nein, wirklich nicht. Also die Paladine würde ich generell mal ausschließen. Und dem neuen Feuermagier würde ich sowas auch nicht zutrauen. Bleiben also nur noch die Matrosen an Bord. Aber bei denen kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich fahre mit denen schon einige Jahre zur See. Und in dieser Zeit hatten wir nie solche Probleme. Was ist mit Sven? Sven? Nun, ich nehme mal an, dass Wolfgang ihn im Verdacht hat, oder? Kann schon sein. Nun, jeder weiß, dass Sven schon mal geschmuggelt hat und heimlich Sumpfkraut verkauft. Aber einen Diebstahl würde ich ihnen doch nicht zutrauen. Wozu auch? Bei seinen Nebeneinkünften kann er sich genug zu essen kaufen. Er ist sicher nicht der Dieb. Aber wir sind auf hoher See. Da kann es nur jemand hier an Bord sein. Tja, darauf weiß ich leider auch keine Antwort. Tja, alles nur Prognosen und Abschätzungen. Tja, da müssten wir eigentlich an einen richtig fetten Typen gelangen, der da, naja, wenn er die ganze Zeit am Futtern ist oder so. Gucken, vielleicht weißt du was, der Dandolo. Ich glaube, der weiß auch nichts. Weißt du was über die Diebstähle an Bord, Dandolo? Nein, Mann. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wer von uns so etwas getan haben könnte. Na gut, wir haben zwar auch einige an Bord, die schon mal das ein oder andere Verbotene tun. Aber geklaut hat bis jetzt noch niemand hier. Woher willst denn du das wissen? Woher? Frag ich mich. Dandolo. Ja, hier ist auch keiner. Manchmal ist einer oben auf dem Deck. Aber hier nicht mehr. Genau das habe ich auch. Also ich suche mal immer alles nochmal ab. Nee. Hier ist immer zu einer bestimmten Tageszeit jemand. Ernst? Knut? Ja, fehlt nur noch der Sven. Der unten auch im Lagerraum ist. Im doppelten Wortsinn. Und zwar hier. Er ist nämlich nur am Futtern. Das ist mir nämlich auch schon die ganze Zeit während der Folgen aufgefallen. Sven, warum futterst du immer so viel? Was weißt du über die Proviantdiebstähle im Lagerraum? Was soll ich darüber wissen? Gar nichts weiß ich. So? Du scheinst aber immer großen Hunger zu haben. Hä? Wie meinst du das? Moment mal, was soll das heißen? Verdächtigst du etwa mich, der Dieb zu sein? Nun, immerhin sieht man dich ständig etwas am Essen. Na und? Ist das etwa ein Verbrechen? Kommt ganz darauf an. Woher du das Essen hast? Was heißt woher? Das Essen gehört mir, verstanden? Ach, tatsächlich? Nun heraus mit der Sprache. Woher hast du das Zeug? Soll das hier ein Verhör werden oder was? Das Essen gehört mir. Habe ich an Land von meinem eigenen Gold gekauft, da die Portionen hier an Bord viel zu mickrig ausfallen. Außerdem bin ich hier nicht der Einzige, der ständig großen Hunger hat. Du solltest mal den Paladin Beowulf fragen. Ist doch komisch, dass der jeden Abend in den Lagerraum geht, wenn keiner mehr da unten ist. Aha. Ja, er ist ein bisschen korpulenter. Jetzt jongliert er mit dem Apfel. Mal gucken, ob Wolfgang auch noch einen Hint hat für uns. Oder für mich besser gesagt. Nö.
ich frage. Ja, also, bleibt nichts anderes, als den Beowulf zu fragen. Ich schätze mal, dass der das ist. Und irgendwo muss sowas passieren. Bertram. Bis Wache. Beowulf, da bist du ja. Ach, guck mal. Der steht auch noch über dem Lagerraum. Na, Beowulf. Raus mit der Sprache. Ich habe mal ein paar Fragen zu den Diebstählen an Bord und... Also für solche Sachen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Frag jemand anders. Das gibt doch nur noch mehr. Aha. Sehr suspekt. Sehr, sehr suspekt. Wieso? Ja, okay. Option ist jetzt damit vorbei. Frage. Ach, ich kriege ja eh keine Kommentare. Jedenfalls, sie sind sehr spärlich. Sehr spärlich. Wegen deiner Pflanzen. Gut, okay, die muss ich ja noch vom Land holen. Dann fragen wir mal noch den Magier. Den Lagerverwalter Wolfgang wird ständig Proviant gestohlen. Ja, ich habe davon gehört. Doch wie kann ich dir jetzt helfen? Habt ihr vielleicht, Meister Wulfias, irgendeine Beobachtung gemacht, die uns zu dem Täter führen kann? Ich muss dich leider enttäuschen, mein Sohn. Ich habe keine Beobachtung gemacht, die dir wirklich helfen könnte. Du solltest daher jemand anderes über diese Sache befragen. Oh, auch nicht. Kein Erfolg. Ja, wann kommen denn die Proviantsachen eigentlich weg? Das muss auch zu einer bestimmten Tageszeit sein, oder was? Gucken wir mal. Matrose Sven bestreutet. Okay, Ernst kann sich nicht vorstellen. Beowulf ist hier nicht aufgeführt. Oh. Sehr komisch. Erzähl mir nichts, ich kenne so. Gucken wir mal. Alva hatten wir ja schon. Das ist Volker. Kannst du mir etwas über die Proviantdiebstähle sagen, Volker? Nur so viel, dass diese bereits seit unserer Abfahrt aus Vanguard vorfallen. Hast du vielleicht jemanden im Verdacht? Tja, über die Mannschaft kann ich nicht viel sagen. Da solltest du dich besser an andere wenden. Und uns Paladine willst du doch wohl nicht verdächtigen? Natürlich nicht. Ja, also die Paladine scheint es wohl nicht zu sein, laut Volker. Konrad hatten wir ja schon. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch mal eben kurz da oben zu dem Ganelun und... Gehe ich nicht. Hast du was zu essen für mich? Fragen wir mal. Hast du was zu essen für mich? Heute nicht mehr. Komm. Ah, ich habe schon abgeholt heute. Gut, ich glaube, ich mach mal... Also Erik weiß bestimmt hey, auch nichts. Ich wollte dich mal etwas über die Proviantdiebstähle fragen. Dann schieß mal los, obgleich ich hierzu bestimmt nicht viel sagen kann. Hast du vielleicht jemanden in Verdacht, wer der Dieb sein könnte? Nein, das würde mir auch ehrlich gesagt sehr schwer fallen. Ich persönlich glaube nicht, dass jemand von uns ein Dieb sein könnte. Meine innere Stimme sagt mir eher, dass etwas anderes für das Fehlen des Proviants verantwortlich ist. Und was wäre das deiner Ansicht nach? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Es ist nur ein Gefühl. Du solltest aber nach Möglichkeit jeden hier an Bord befragen. Vielleicht kommst du dann der Wahrheit auf die Spur. Was natürlich auch heißen kann, dass es Ratten sind. Aber wo sollen die sich dann verstecken? Ich dürfte jetzt alle gefragt haben. Guck ich nochmal. Erik glaubt auch nicht, dass wir ein Dieb am Boot. Er vermutet eher, dass etwas anderes. Ja, okay. Also ich bleib mal dabei, dass ich... Ja, dass ich mal hier eine Runde knacke. Und mal so bis zum... Mit 17, hier 15, 17 Uhr schlafen. Bis zum nächsten Abend schlafen. Ich mach mal bis zum nächsten Abend schlafen. Und dann gehen wir mal runter. Beziehungsweise ich gehe da mal runter in den Lagerraum. Vielleicht tut sich da was. Ich weiß es nicht. Bei diesem Odyssey-Mod-Team weiß man natürlich nicht, was immer so alles überraschenderweise auf uns zukommt. Sollte ich doch nochmal... Nee, lieber nicht. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen.
Blöd. Ja, ich muss rein runter. Es ist wieder dunkel und das ist meine Schwäche. Ich habe eine Orientierungsschwäche bei Dunkelheit. Nicht nur, wenn ich Auto fahre, sondern auch, wenn es hier um so ein Spiel geht. Na, dann schauen wir mal. Am besten werde ich mal abspeichern. Das habe ich mich noch gar nicht gemacht. Jemand wird dafür büßen. Ja, das Odyssey-Mod-Team. Das möchte ich nochmal hier in Erwähnung bringen. Hier passiert nichts. Ich habe was anderes gehört. Hier was Neues gebildet. Ja, wie schon gesagt, es wird eine kleine Überraschung fürs Odyssey-Mod-Team geben, falls es überhaupt bis hierhin zuguckt. Oder falls Black Pirate oder Alain Delon. Nee, Alain Delon doch nicht. Entschuldigung. Alain Dufont. Zuguckt? Nee, immer noch nicht. Gucken wir mal, wie spät wir es haben. Wir haben es 20.18 Uhr. Ja, das nächste wäre bis Mitternacht. Da sind mir zu viele... Ja, sag schon, da sind mir zu viele Stunden, die dann vergehen. Und die möchte ich hier nicht irgendwie vertrödeln, indem ich hier blöd durch die Gegend rumlaufe. Ja, ich warte jetzt hier. Am Eingang und am Eingang zum Lagerraum. Mittlerweile haben wir es 21.05 Uhr in Gothic-Zeit und das Warten geht weiter. So, mittlerweile ist es 22 Uhr. Schauen wir mal, ob jetzt was passiert. Okay, hier auf Deck ist alles ruhig. Gucken. Für den König. Ja, für den König. Hallo Wolfgang, wo willst du denn hin? Warte mal. Aha. Also Wolfgang haut um 22 Uhr ab. Verlässt sozusagen den Lagerraum hier. Dieser ist dann unbewacht. Logisch. Und? Wer kommt rein? Stopp mal. Oh, sorry. Wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Aha. Beowulf. Was macht er denn da? Hallo, Beowulf? Oh Gott. Ist er derjenige, der er ist? Nee. Okay. Hey, du! Nö. Er ist es auch nicht. Er steht da nur. Okay. Also Beowulf ist es auch nicht. Gibt's auch nichts. Ist das wirklich nicht? Aber der muss doch hier ansprechbar sein. Hey. Nee, steht nur Ende. Ach ja, was ist denn da wieder passiert? Da fällt mir ein, vielleicht muss ich ja nochmal eine Runde pennen, bis er wieder weg ist oder so. Ich weiß es doch nicht. Ach, Leute. Das ist wirklich schwierig. Ja, dann werden wir mal bis Mitternacht schlafen. Ach, okay, da ist Wolfgang aus dem Lagerraum. Dandolo. Okay. Jetzt schauen wir mal. Wulfias, wo gehst du hin? La 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 la. Jetzt ist der Beowulf wieder weg. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. What the heck? Das ist echt eine vertrackte Quest hier. Mann, oh Mann. Und es ist 0.09 Uhr. Abwarten, wer als nächstes hier reinkommt und dann melde ich mich wieder. Mittlerweile ist es 1.03 Uhr und hier passiert nichts. Oh. Die haben also die Ach du liebes Lieschen. Du nimmst mir hier nicht die Erfahrungspunkte weg.
Okay, das war's also. Die Ratten. So, dann schauen wir mal, wie wir die Ratten bekämpfen können. Ich werde mich mal hier auf so ein Podest stellen. Und hoffen. Ja. Ratten. Genau. Die haben also den Proviant gestohlen. Ich muss hier. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Junge, wie viele sind das? Jahrhunderte. Mann, 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 Mann. Lass mir die Ratten da. Sieh nix. Ah, jetzt bin ich hier oben drauf gesprungen. Nein. Macht er mir die alle? Ich weiß es nicht. Ein Mistvieh. Das ist ein Chaos. Ja. Noch eine. Gott, wie viel sind's denn noch? War's das? Junge, Junge, Junge. Schiffsratten. Ich weiß es nicht. Kommen die denn dahin? Einmal. Das irgendwelche Belia-Geschichten. Ach, hier ein paar Wacholder. Waldbären. Jetzt bin ich jetzt wieder geplättet. Hier auf einmal tun sich hier so viele Ratten auf. Okay. Ork hat mir ein bisschen geholfen. Warum auch eigentlich er? Mal schauen, ob's. Oh, da ist noch wer. Da ist noch wer. Da ist, muss noch eine Ratte sein. Da müssen irgendwo. Und er guckt ja schon die ganze Zeit da in die Richtung. Haha. Ey, wo sind sie denn, die Ratte? Kann man ihn ansprechen? Nein, kann man nicht. Nicht zu holen. Oh. Oh. Da ist nicht zu holen. Habt ihr das gesehen? Man kann doch Pfeile auflegen. Nicht zu plündern. Nicht zu holen. Okay, die Ratten sind nix. Das ist ja lustig. Außerdem sieht man hier nicht viel. Stopp, da war eine. Hier ist noch. Ach, eine unsichtbare. Gut. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Die kriege ich nicht weg. Ach, wenn dieser Rock da nicht die ganze Zeit stehen würde. Nee, die ist nicht da. Das heißt also. Ich lade noch mal nach. Vielleicht wird sie dann sichtbar. Ja. Ich habe was zappeln sehen. Oh, wieso hänge ich hier immer? Ein Mist viel weniger. Oh, toll, danke, Hawk. Hey, du. Also sind sie jetzt alle erledigt. Okay, hier ist nochmal der Pfeil von eben. Ja. Okay. Mit ein bisschen Hilfe haben wir die Schiffsratten erledigt. Das heißt also, gucken wir mal in unser Logbuch rein. Ich habe den Dieb oder vielmehr die Diebe des Proviants im Laderaum entdeckt. Ratten, ich sollte sie töten und Wolfgang davon berichten, der natürlich jetzt nicht da unten ist, weil er pennt. Und das werden wir jetzt auch machen.
Für den König. Ja, ja. Hey, aufstehen. Oh, verdammt, was ist los? Wegen dem Proviantdiebstahl. Ja, was ist mit dem? Sag bloß, du hast den Dieb gefunden. Ja, ich weiß nun, wer der Dieb oder vielmehr die Diebe waren. Die Diebe? Es waren also mehrere. Verdammt nochmal, wer waren die Halunken? Ratten. Was sagst du, Ratten? Ja, und zwar eine ganze Menge. So ein Mist. Wie kamen denn diese blöden Viecher hier an Bord? Na, ist auch egal. Wir müssen gegen die Ratten unbedingt was unternehmen. Und zwar sofort. Das habe ich bereits erledigt. Die Ratten sind tot. Das hast du gut gemacht. Dafür hast du eine Belohnung verdient. Was soll ich dir geben? Halte einfach nur dein Versprechen. Du wolltest mich zum Bootsmann vorschlagen. Schon vergessen? Nein, das habe ich nicht. Und ich halte mein Wort. Ich werde dich vorschlagen. Verlass dich drauf. Na, perfekt. Ja, dann hätten wir ja die Rattenquest wohl erledigt. Genau. Dann ist es Zeit, doch nochmal zu schlafen. Ah, da hinten ist ja noch ein Bettchen für mich dabei. Schön. Ja, wen spreche ich jetzt an? Die Quest ist doch erledigt. Und wenn sie erledigt ist, dann brauche ich keinen wegen der Ratten mehr ansprechen, logischerweise. Das heißt also, dann bleibt nur noch Piratengold, Strandgut und Schiffsdienst. Tja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Knut irgendwie zu provozieren. Ich glaube nicht, dass ich den irgendwie schlagen kann. Und wo ist er? Ich hätte doch nicht so früh aufstehen sollen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken wir mal. Da ist er. Oh, weia. Ich lasse mir deine Frechheit nicht länger gefallen. Du bist ein mieser Schläger. Okay. Fangen wir damit mal an. Wir sprechen uns noch. Ich werde jetzt auf eine Ach, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sprechen uns noch. Ich werde dir jetzt eins auf die freche Klappe geben. Ja, das sollte man nicht machen. Wir sprechen uns noch. Puh, ich bekomme jetzt schon riesige Angst, Kleiner. Verzieh dich, bevor ich dir doch noch eins aufs Maul gebe. Ja, das tut er ja nicht, nach unserem Wissen. Also sagen wir ihm, du bist ein mieser Schläger. Ich weiß jetzt, dass du ein ganz mieser Schläger bist. Ach, hat dich der Kleine etwas ausgeheult. Na, was willst du jetzt machen, hä? Ach komm, du hast doch nur eine ganz große Klappe. Hier oben, wo die Paladine dir helfen können, fühlst du dich stark. Aber wenn wir alleine wären, würdest du von mir davonlaufen, weil keiner mehr da ist, der auf dich aufpassen kann. Ich poliere dir gleich deine blöde Klappe. Ich brauche keinen, der auf mich aufpasst, verstanden? Dann beweise es mir doch, du kleiner Angeber. Bis jetzt höre ich nur dumme Sprüche von dir. Jetzt reicht's mir aber, du kleine miese Ratte. Komm um Mitternacht in den Laderaum, wenn du Mumm hast. Wir sind dann allein. Und dann werde ich dir all deine Knochen brechen. Oh, weia. Und wenn ich so bedenke, was er da für eine Waffe bei sich hat. Ja, dann, ja, dann weiß ich es auch nicht. Das werde ich doch niemals nicht überleben, werde ich das doch niemals nicht. So, Mitternacht. Um Mitternacht will er unten mir einen auf die Fresse gehen, dieser Knut. Hm. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, es ist schon wieder dunkel. Also, hier, hier, da ist er. Da ist er. Da läuft er runter, der Knut. Und rennt gegen eine Wand. Naja, anstatt gegen eine Wand zu rennen, werden wir mal hier speichern. Was habe ich denn eigentlich für eine Waffe? Ach Gott, ein Schlitzmesser oder was? So, da ist er. Leute, seid gespannt, wie ich hier gleich die Planken knutsche. Hey! Da bin ich. Von mir aus kann es gleich losgehen. Dann zeig mal, was du drauf hast, du Angeber. Oh.
Ah, gut. Shit! Ein Schlag und schon. Das war klar. Das war sowas von sonnenklar auf bei Nacht. Das ist schon mal meins. Da bin ich. Von mir aus. Dann zeig mal, was du drauf... Ja. Erstmal schwächen. Angrillen heißt das auch. Oh, der ist halt sehr geschwächt. Haha. Scheiße. Nicht gekämpft, ich hab ein Gericht. Lass ja das eine Lehre sein. Ich hab eine gekriegt. Und wer hat jetzt irgendwas gequatscht mit lass es dir eine Lehre sein? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Schaut mal. 3 Tränke und 226 Gold. Schnell einsacken. Los, hallo. So, Knut lebt noch, ne? Sehr schön. So, Knutsche. Jetzt hast du nämlich die Planken geknutscht. Oh, mein Schädel. Warte mal. Genau. Oh, verdammt, hast du einen Schlag drauf. Jetzt hast du ja nicht mal Gold dabei. Du hast es nicht anders gewollt. Und jetzt hör mir mal gut zu. Ab heute hörst du gefälligst damit auf, die Leute hier an Bord blöd anzumachen. Sollte ich nur einmal davon hören, dass du weitermachst wie bisher, bekommst du noch mehr von mir aufs Maul. Ist ja schon gut, beruhig dich, Mann. Ich werde keinen mehr hier anquatschen, versprochen. Hoffentlich. Aha. Nochmal an. Warte mal. Ansprechen. Hey, Knut. Hey, Knut. Hey, Mann, bleib ganz locker. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Was sagt denn das Lok? Mieser Schläger ist durch. Ja. Gut. Aber trotzdem gab es noch irgendeine komische Konversation im Hintergrund. Du hast noch nicht mal Gold dabei. Da ist wohl, glaube ich, was falsch gelaufen. Ja, kann was falsch gelaufen sein. Okay, dann werden wir mal auch hier an dieser Stelle mal unsere Wunden mit einem Schlaf. Du hast also meinen Ratschlag befolgt und Knut deins auf die Nase geben können? Ja, aber woher weißt du das? Das war nicht schwer zu erraten. Der Kerl zieht jetzt sein Gesicht wie lange nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich ihn so sah, war, als ich ihn in seine Schranken verwiesen hatte. Das hast du gut gemacht. Der Bursch hat es wirklich mehr als verdient gehabt. Sein Getue und seine blöde Anmacherei gingen mir schon so auf den Nerv, dass ich ihn schon bald selbst wieder verprügelt hätte. Danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Ja, bitte, bitte. Okay, hat sich das auch erledigt? Na, bist du... Nein. Was war denn das jetzt eben wieder? Das waren jetzt komische Geräusche. Hier ist irgendwas falsch gelaufen. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Gerade eben so merkwürdige Konversation, als ich schon längst den Knut in die Schranken gewiesen habe. Ja, dann... das ist natürlich mein Typ hier nicht. Ja, obwohl es so ein kleines Schiff ist. Knut hat hier auf einmal so schlechte Laune. Hast du vielleicht etwas damit zu tun? So ist es. Ich denke, dass ihr jetzt vor ihm Ruhe haben werdet. Da bin ich aber froh. Ich hatte zwar keine Angst vor ihm, aber sein Getue ging mir doch ganz schön auf die Nerven. Okay, ich wollte sagen, warum, weil das Schiff hier so klein ist, kann man trotzdem viel machen. Und? Wie sieht es aus? Naja, wieder mal viel Arbeit an Bord. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Okay, das kennen wir ja schon. Ja, Knut weiß ja schon Bescheid über mich. Beowulf, immer noch Ende. Weiß der Geier auch warum? Bertram, immer nur noch Training. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen muss. Außer, dass ich wieder rüberschwimmen muss und irgendeine Schatzkiste suchen sollte. Ja, was ist eigentlich mit Sven? Der ist doch bestimmt unten. Oder er pennt noch.
gucken wir mal nach. Ne, das ist hier der Paladin. Ne, Dandolo. Harald. Da ist Harald. Verdammt, was ist los? Ne. Nichts Neues. Wolfgang. Sag mal, stimmt es, was ich gehört habe? Was meinst du? Dass du diesem Knut eins auf die Nase gegeben hast. Und wenn es so wäre? Na komm schon, mir kannst du es ruhig sagen. Ich werde den Paladin schon nichts verraten. Okay, ich sag dir nur eins. Ich sag dazu nur eins. Knut wird sich so schnell mit niemandem mehr anlegen. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Und die ist so gut, dass sie mir 100 Goldstücke wert ist. Hey, danke dir. Wolfgang Halber. Verdammt. Ja, okay. Nur Fähigkeiten verbessern? Du hast also Knut tatsächlich geschafft? Sieht wohl ganz danach aus. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Oh, 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 oh. Er schluckt. Ja, glaube... Ich werde mal was abkaufen von ihm. Zeig mir deine Ware. Und zwar einen grünen Novizen. Warum mache ich das? Ja, warum mache ich das? Das ist eine große Frage. Und ein Stängel Sumpfkraut. Das mache ich mal. In weiser Voraussicht, dass ich denke, ich brauche das als Beweismaterial. Das kann sein, muss aber nicht sein. So, an der Stelle nochmal abspeichern. Und ich sage an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Auch also, bis zur nächsten Folge.